Nein, nein. Peter Barlow von Rustenburg lässt sich in keine Schublade zwängen. Rustenburg, Südafrika, östlich von Kapstadt in Stellenbosch, hat Peter Barlow in der Nachkriegszeit können ein Weingut kaufen, wo noch nach bis auf die heute 150 Hektar grosse Rebfläche aufgebaut hat. Und dort kenne ich ehrlich gesagt keinen einzigen Wein, der aus 100% Cabernet ist, sondern ist immer verschnitten mit Merlot, mit Petit Verdot, mit Malbec und so weiter. Und darum ist das eine rechte Besonderheit. Cabernet ist zwar sehr, sehr elegant, opulent, Gassis betont, aber reinsortig, immer sehr spannend. Oh, wahnsinnig viel Pfeffer, wie ein Schuss aus der Pfefferbüchse vom Räuber Hotzenplotz. Mundfüllend, dicht, Gassis, der Peter Barlow Cabernet von Rustenburg, zusammen mit einem dehydrierten Rande mit ein bisschen Frischkäse. Einsam. Nein, Peter Barlow von Rustenburg lässt sich nicht in eine Schublade. Genau.